Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay aus The Week von der Rise Community und diese Woche mit unserem Mitglied, dem Mighty-LT von Rise in seinem EBR 105, der gute alte Penhard und das Ganze auf Tundra. Hallo und wir starten direkt mal rein. Keine Art, hier ist schon mal gut. Tundra natürlich nicht mal ansatzweise eine gute Map für den guten EBR. Er kann da nicht seine Geschwindigkeit ausfahren. Es ist alles ziemlich eng, ziemlich hügelig. Viele Kanten, wo man gegenfahren kann. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, was er hier machen könnte. Ah, wie wir sehen, er fliegt auf jeden Fall schon mal wild durch die Gegend. Das ist hier auf der Map auch nicht so einfach. Ah, er will hier, wie es aussieht, erstmal die Querfahrt spotten. Es scheint aber nicht wirklich was zu geben. Jagdpanzer, okay. Boah, da könnte man auf jeden Fall guten Schuss reinsetzen. Das macht er sogar und zündet ihn an. Jawohl. Es war aber sehr, sehr spät gelöscht. Aber das ist natürlich schon mal ein nicer Hit hier zum Anfang. Hinten auch die TDs gespottet in Kombination. Oh, schöner Hit hier auf den FV. Gute Spots hier auf jeden Fall für sein Team, gerade was hier auf der Einzellinie runterfährt. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, E100, ES7 kommt da ein bisschen in Bedrängnis. Objekt 140 dahinter in Kombination noch mit dem anderen Objekt. Ob die das da drüben halten können, eher schwer, würde ich sagen. Aber ein guter Start hier natürlich für den Mighty. Wie gesagt, EBR gerade auf der Map, das ist natürlich, hui, nicht ohne. Ja, muss oben auf dem Hill ein bisschen aufpassen, da steht nämlich auch noch ein EBR. TVP, der Jagdpanzer, ja. Schöner Hit hier auf den TVP, schade, dass der da nicht rausgegangen ist. Der Gegner sehr massiv hier auf der Seite. Wie lange da die ES7 durchhält, ist eine gute Frage. Wir können mal ganz kurz gucken. ES7, ja, E100 wie ES7 haben noch ganz gut live. Ah, STB1 hat jetzt hier über die Mitte gepiekt. Ich glaube, jetzt genau auf die andere Seite zu fahren, ist die bessere Alternative. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ja der STB-1 hier noch rechts steht. Kombination weiß er natürlich auch nicht, wo der gegnerische Kinderwerfer noch ist. Also das gute alte Dixie. Nicht, dass der mal um eine Ecke piekt und dann den Lucky Shot macht. Das ist sehr aggressiv, was er hier spielt, aber finde ich eigentlich ganz gut. STB geht auch auf der Brücke auf. Na, mal gucken, ob er da einen Hit reinbekommt. Das ist natürlich schön, so kommt er unter Druck und dreht sich dann auch wieder. Zwei, alles offen, drüben E7, E100, die halten noch. Ah, da haut's mit der Waffe nicht ganz hin, er muss aufpassen wegen dem STB1. Gejolot wird er hier wahrscheinlich eher weniger. Noch ein Kinderwerfer. Dafür geht das Dixie raus. Jetzt kommen die beiden gegnerischen Panzer. Zum Glück passt sein Team da auf. Kriegt hier einen Hit. Hat einen Moonhit-Lader. Der Gegner pusht hier extrem in Kombination, dass sogar noch der EBR auch dazu kam. Sehr gut reagiert, dass er jetzt hier wegfährt. Ansonsten wäre er hier auf jeden Fall raus gewesen. Oh komm, der wäre wichtig. Ja, ein bisschen nachgeähmt. Oh, noch eine Maus. In Kombination, dass der EBR jetzt hier auf ihn schießen konnte. Ein bisschen Glück gehabt, dass er hier nicht rausgeht. Ah, mit HE, schade. Hat nicht gereicht. Da hat das Rad den ganzen HE-Damage abgefangen. Auf jeden Fall eine gute Entscheidung, jetzt hier wegzufahren. Der Gegner hat sich sehr gut verlagert, muss man ehrlich sagen.
Na, EBR auf dem Hill. Kriegt er den rein? Ja, den kriegt er rein. Boah, sehr, sehr starker Hit. Glücklich natürlich, dass er hier auch rausgeht. Mit HE ein sehr, sehr schöner Hit. Geht jetzt wieder auf APCR. Massiv Schaden schon gemacht. 4-5 sieht immer noch super eng aus. Dafür, dass er hier schon sehr viel HP lassen musste. Wie gesagt, eine sehr kleine Map. Dementsprechend auch nicht einfach zu befahren. Jeder, der selber EBR fährt, weiß, der ist auch nicht so einfach zu handeln. Ah, Centurion in Kombination. Dahinter der STB-1 könnte auch schon weiter vorgefahren sein. Ja, das Optik wird er nicht reinbekommen. Da ist noch ein kleiner Hügel dazwischen. STB-1 jetzt auf dem Weg nach oben. Oh ja, der wäre auch schön. Da geht der andere EBR raus. Beide EBRs gekillt. Schönes Ding. 6-6. Die E7 und der E100, die halten sich ziemlich gut, muss ich sagen. Hätte ich persönlich gar nicht gedacht, dass die das gleich zum Anfang, hätte ich eigentlich gedacht, das wird ein relativ schnelles Game für die beiden. Maus jetzt auf der Brücke. Also Maus auch noch full life. Das ist natürlich ziemlich heftig. Air One-Shot, das Objekt 277 One-Shot, der E100 One-Shot. Das sind drei Panzer, wenn die raus sind, dann steht es hier 6-11. Und dann ist das Ding eigentlich durch. Schade. Schade, dass der STB jetzt hier runterfährt. Sehr, sehr ängstlich dafür, dass er eigentlich noch so gut HP hat. Ah, leider einen kleinen Tuck zu weit oben die Maus getroffen. 277 geht raus. Die Maus ist ein Gegner, mit dem wir uns hier auf jeden Fall nicht anlegen wollen. Jagd ihr noch Full Life, AMX-50B noch Full Life. Die könnten eigentlich mal ein bisschen was machen. STB-1 fährt jetzt hier rüber. TVP, sehr glücklich hier. Geht raus. Ah. TB können wir noch eine mitgeben. Maus steht jetzt oben im Cap drin. Die hat auch nicht viel gemacht, ne? Das ist nur rein ins Cap und sich freuen als Maus. Man ist ja im Bollwerk. AMX-50B extrem HP verloren. Der Jagd eben müsste sich mal einschalten. Oh nein, was ist das denn? Uiuiui. Jetzt ist hier aber die Flucht angesagt. Ja, hat er noch ganz gut gemacht. Fährt jetzt hier über die gegnerische Base. Artis gibt es leider keine, sonst hätte man sich die hier mal raussnappen können, aber weiß nicht, ob er da irgendwie gedacht hat, hier sind noch ein paar Artis versteckt in dem Game, aber leider sind die das tatsächlich nicht. Mal gucken, ob er hier vielleicht der E7 gleich helfen kann. Oh, 277. Glücklich, sehr, sehr glücklich. Viel Life hat das noch? 900 noch was? Das ist auch nicht einfach rausnehmbar hier. Jawohl. Gegnerische U geht raus. Die Maus ist immer noch tapfer im Cap und hat noch 2500 Life. Er will doch jetzt hier nicht gegen das Objekt fahren. Er muss hier eigentlich rumfahren. Ja, da geht es auch auf. Na, kann da vielleicht noch einer drauf wirken? Macht da einen guten Weg hier oben über die ES7. 277 nimmt das Objekt sogar raus. Da frage ich mich natürlich, was das Objekt gemacht hat. Eigentlich hat es eine gute Position gehabt. Ja, das ist aufgegangen. Aber der Gegner hat geschossen. Und genau die ES7 klärt das hier. Schön gemacht. Zusammengespielt. Die Maus oben. Ja, wie viel haben wir? 700 noch was, wieder sehr glücklich, aber das kennen wir. Gerade der EBR ist dafür bekannt, öfters mal Glück zu haben. E7 kann ja auch die Maus bewirken, Jagd E. Kriegen wir selber jetzt hier die HP nicht rein, aber ich gehe davon aus, dass er immer noch Full Life ist. Und das ist noch nicht mal ansatzweise fertig hier, das Game. 11-11. Und da muss man ehrlich sagen, hui. Boah, sehr glücklich hier. Den STB-1 aufgemacht. Dass der jetzt hier kommt, okay.
Na, Peacemaker. Macht bis jetzt eigentlich ein ganz gutes Game, würde ich behaupten. Das gucken wir uns nachher natürlich auch in der Gefechtsauswertung an. STB-1 wieder weggefahren. Möglich. Sehr gut möglich. Kriegen wir den vielleicht nochmal irgendwie rein. Das wäre natürlich gut. Ansonsten wäre es interessant. Wo ist der Kinderwerfer? Und wie viel AP hat der Jagd eh noch? Schafft der Jagd eh das da hinten? Man hofft natürlich. Maus ist auch wieder rausgefahren. Lebt aber noch. Aber so richtig viel AP hat es ja auch nicht mehr. Das gute alte Bobjekt, also Objekt 268-4, nimmt jetzt hier die Maus raus. Panzervenia ist auch gut. Ui, jetzt hier nicht noch auf die Seite kippen. Ein Gegner ist im Cap, das könnte natürlich der STB-1 sein. Ich gehe mal davon aus, der Kinderwerfer ist es nicht. Oh, der Kinderwerfer steht da rum. Ah, kommt er dann noch weg? Ja, kommt er. Er ist natürlich kein fairer Abtausch hier. Man muss ehrlich sagen, da ist der EBR deutlich im Vorteil. Kinderwerfer lässt sich da droppen. Ja, auf den drauf fahren würde ich jetzt nicht. Und zum STB-1 fahren würde ich auch nicht. Kinderwerfer fährt weiter vor. IS-7 kommt hier, aber auch die IS-7 wäre natürlich One-Shot für den Kinderwerfer. Sehr unangenehm. Ich hätte gedacht, dass der Jagd eh hinten mal die Situation klärt gegen das gegnerische Objekt, aber passiert nicht. Geht der Kinderwerfer auf? Ja, kriegen wir da seitlich vielleicht einen Schuss rein? Nee, aber kriegen einen Schuss auf den STB-1 und schnell weg. Jawohl, damit sind sie beide One-Shot, wenn wir nicht nur gutes RNG haben. Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen gutes brauchen wir schon. Gerade für den Kinderwerfer. Jawohl. Gute RNG hat funktioniert. Und jetzt haben wir das Bobjekt, was noch 1000 Life hat. Was der Jagd hier hat, wissen wir jetzt selber nicht, aber das müsste eigentlich funktionieren gegen hier den gegnerischen STB-1. Ich habe jetzt sogar fast gedacht, dass es jetzt angefangen wird zu cappen. Oh, der STB-1 könnte oben rumgefahren sein. Und dann steht er gleich hinter ihm. Ich würde nicht behaupten, dass der da hinten in der Ecke ist. Der ist sogar unten lang gefahren und dann hinten rum. Das hätte ich wiederum nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der ist oben über die B-Linie gefahren. Aber ist egal, er ist auf jeden Fall auf dem Hill. Das heißt, dass er eigentlich mit Cappen easy peasy das Ganze hinbekommen. Vielleicht hier sogar in einem Busch warten? Hm. One-Shot ist er auf jeden Fall. Also da müsste man schon wirklich sehr schlechtes RNG haben, dass der Damage da nicht ausreicht. Na, er will jetzt hier die andere Seite abheben. Wahrscheinlich gar nicht mal so dumm, weil ja die eigenen beiden Panzer in die Richtung ungefähr stehen. So nimmt er ihm hier auf jeden Fall den Weg hinten lang. Er schreibt schon Good Job EPR und dann GG. Danke, jawohl. So einfach ist es aber, glaube ich, noch nicht. STB-1 nimmt jetzt hier den Jagd-E raus und das Bobjekt hat verschossen. Zeitlich wird das nämlich hier nochmal ein Ding, aber komm, ein sicherer Schuss. Jawohl. Richtig sicher war er nicht, aber der Krieger ist eingefahren und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Und gucken uns mal dein Endergebnis hier an. So, ja, gemeistert das ganze Ding. Und Top Gun, der Krieger, mehr war es im Endeffekt nicht. Aber wenn wir in die Teamauswertung reingehen. Zack.
Dann sehen wir 6515 Schaden, 6 Kills. Das Ganze im 10er-Game auf Tundra. Na, super ungeeigneten Karte eigentlich für ein EBR. Wir haben ja gesehen, da waren schon etliche Stellen dabei. Die sind nicht so einfach zu bespielen. Jeder, der ein EBR schon mal gefahren hat, den 105er, weiß das, dass das nicht unbedingt so einfach ist. Auch wenn man immer, wenn man da mal penetriert wird und wenn man der Gegner spielt, dann ist das auf einmal super stark. Wobei man sagen muss, der gegnerische STB1, 9489 Schaden. Der hat auf jeden Fall auf der anderen Seite richtig aufgeräumt und durfte richtig farmen. Das eine Team werden wir mal gucken, so, das ist mehr als Durchschnitt. Aber Peacemaker, sehr gut gemacht. Wie gesagt, zum Anfang hätte ich gedacht, E100 wie E7 halten da nicht lange durch, weil da war doch schon massive Gegneranzahl da. Haben sie aber trotzdem gemacht. Starkes Ergebnis hier, ja. 1333 Base XP mit seinen 6 Kills dazu. Und wir gehen mal noch in die detaillierten Infos. Und ja, 22 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 16 Mal penetriert. Das ist ein gutes Ergebnis für den EBR. Auf jeden Fall, da waren ein paar sehr schöne Schüsse dabei. Ansonsten, ja, was soll man sagen, ne? Also, wer mit dem EBR noch nicht gesprungen ist oder gegen eine Hauswand gefahren ist, der ist den wahrscheinlich auch noch nicht richtig gefahren. Von daher passt das schon alles. Ja, 1403 Unterstützungsschaden und das Ganze mit einem deutlichen Plus rausgegangen. Was will man mehr? Eine schöne Runde mit dem EBR 105 Pennard. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, danke hier an den guten Mighty LT. Danke an die 6 Opfer Musik hier zu sehen und in den Kommentaren. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Macht's gut. Tschüssi.